Das iPhone 15 Pro Max habe ich jetzt 182 Tage oder besser gesagt ein halbes Jahr lang genutzt. Doch was bleibt übrig nach dem Hype und ist es sein Geld wert? Und was macht eigentlich die Konkurrenz? Genau das erfährst du in diesem Video, also bleib dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinen Händen halte ich das iPhone 15 Pro Max. Und wer mir schon lange folgt, der weiß, ich nutze gefühlt jedes Flagship, rotiere immer wieder durch, doch irgendwie spielt das iPhone dabei immer eine besondere Rolle. Und nach 182 Tagen ist ein halbes Jahr rum. Und es stellt sich wirklich die Frage, ist das iPhone wie alle anderen davor oder was sind denn jetzt die Highlights? Gibt es Abnutzung oder wie sieht's genau aus? Das verrate ich euch jetzt. Wer meine Historie kennt, der weiß, dass ich vom iPhone 14 Pro auf das iPhone 15 Pro Max umgestiegen bin. Das waren natürlich viele PR-Dinge, auf die ich reingefallen bin oder auch nicht. Naja, das erkläre ich euch gleich. Doch diese 121 Gramm, die fühlen sich gar nicht so schwer an. Auch die 6,7 Zoll sind ehrlich gesagt gar nicht so groß, wie man es vielleicht denkt. Ja, aber auch da muss man sagen, andere Smartphones fühlen sich genauso groß an. Hochwertig fühlt sich das iPhone auf jeden Fall an. Sogar so hochwertig, dass mittlerweile fast die meiste Zeit ohne ein Case benutze, denn ich möchte dieses Smartphone-Feeling einfach haben. Und das hat Apple verstanden. Der Titanrahmen zeigt bei mir noch immer keine Abnutzung und das nach einem halben Jahr spricht natürlich zum einen für eine gute Verarbeitung, vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, denn es gibt immer wieder viele da draußen, die hier große Kritik gegenüber Apple äußern. Übrigens, falls du dich für Technik interessierst, schau gerne in meinem aktuellen Livestream hier vorbei. Jeden Donnerstag, 21 Uhr, spreche ich live mit euch. Ihr könnt eure Fragen stellen, wir gehen die Top-Themen der Woche durch. Und falls ihr keine Zeit habt, könnt ihr es entweder als Real Life anschauen oder später bei Spotify und anderen Podcasts da draußen nachhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das LTPO Super Retina XDR OLED Display, so viel dazu, hat 2000 Nits im Peak. Ja, aber die Grundhelligkeit stimmt auch. Hier möchte ich aber gerne einschieben, dass ich in der Zwischenzeit so viele andere Smartphones getestet habe, die einen höheren Peak bei den Nits haben und das merkt man schon. Ich finde auch die Grundhelligkeit ist bei anderen Smartphones definitiv höher. Ist sie deshalb auch besser? Darüber lässt sich streiten, aber ich finde, Apple muss hier in der nächsten Generation einen großen Schritt gehen. Trotzdem bin ich mit dem aktuellen Standard zufrieden, aber es ist wie immer, wenn man sieht, dass andere es noch besser können, möchte man das auch eigentlich haben. 120 Hertz, ja, die merke ich schon lange nicht und vielleicht hier ein interessanter Einschub. Ich habe mich gestern mit einem Kumpel getroffen, der vom iPhone 11 Pro auf das iPhone 15 Pro umgestiegen ist und ich habe ihn auch gefragt, hey, was fällt dir eigentlich auf? Es war ehrlich gesagt nicht viel, denn es hat sich ja gar nicht so viel getan, wenn man das Smartphone selbst bedient. Aber was mir aufgefallen sind, die 120 Hertz, was aber auch nach einigen Tagen verpufft ist. Was ich mit dieser Geschichte zeigen möchte, ist, dass diese 120 Hertz etwas sind, an das man sich schnell gewöhnt. Das gilt auch bei anderen Herstellern so. Aber ich fand, das ist so ein interessanter Punkt, denn viele von euch überlegen ja umzusteigen. Dass man hier mit dem A17 Pro einen wirklich Top-Prozessor dabei hat, darüber müssen wir nicht reden. Aber es greift das, was ich gerade eben aus der Geschichte erzählt habe. iOS 17 läuft hier ohne Probleme, aber es fühlt sich an wie alles davor auch. Und es ist so diese typische Apple-Strategie, dass man weiß, dass man mehr bekommen hat, aber man es nicht zwingend fühlt. Ich finde es auch immer noch wirklich witzig, dass man mit 8 GB RAM hier an den Start geht, während die Konkurrenz im Android-Bereich ja so massiv aufrüstet. Ich merke eigentlich keine Ruckler. Was ich aber schon zwischendurch festgestellt habe, ist der ein oder andere Bug. Das liegt an iOS und nicht zwingend am iPhone, das ich mir hier zugelegt habe. Denn ab und an bleibt mein Bildschirm dunkel, obwohl ich ihn entsperrt habe. Funktionen bei WhatsApp funktionieren manchmal auch nicht so, wie ich es mir wünsche. Und hier und da gibt es schon mal einen Ruckler. Aber nochmal, ich schiebe das nicht auf die Hardware, sondern eher auf die Software zu und das ist mir nach einem halben Jahr definitiv aufgefallen. Das Design ist ja das klassische iPhone-Design und so erkennt man auf der Rückseite ja immer wieder, hey, das ist ein iPhone. Gut oder schlecht, darüber lässt sich streiten. Ich persönlich finde es gut, denn es ist ein Wiedererkennungswert und das ist für die Hersteller ja wichtig. Die 48 Megapixel Hauptkamera, die hat man ja leicht überarbeitet. Dazu ist aber das Wichtigste die Telefotokamera, die man hier dabei hat, denn die liefert jetzt einen fünffach optischen Zoom. Und das war für mich eines der Hauptargumente, warum ich auf das iPhone 15 Pro Max umgestiegen bin und nicht auf das normale Pro. Falls ihr übrigens wissen möchtet, was euch in der 16er Generation erwartet, schaut euch gerne mal dieses Video an, denn viele Features, die wir jetzt sehen, werden weiter nach unten gerückt. Was ich genau damit meine, merkt ihr dann. Aber den fünffach optischen Zoom, vorsichtig formuliert,
da könnte man schon fast drauf scheiß, weil andere Hersteller haben auch ihren Zoom reduziert. Samsung ist hier ein gutes Beispiel. Sie haben ja nur noch den fünffach optischen Zoom und sie haben festgestellt, zwischen 3- und 5-fach bewegen sich die meisten Nutzer da draußen. Heißt, ich bin hier so ein bisschen auf ein Ammenmärchen reingefallen, denn der dreifach optische Zoom aus dem iPhone 15 Pro oder auch der aus dem iPhone 14 Pro, der hätte mir auch definitiv gereicht. Und das spiegelt sich auch in meiner täglichen Benutzung wieder. Eher fände ich es interessant, die Ultraweitwinkelkamera nochmal ein bisschen aufzublustern, denn hier merke ich, möchte ich mehr reinbekommen, direkt das Cropping in der Linse und auch eine schlechtere Qualität. Vielleicht hätte man es andersrum anstellen sollen, das ist aber mein persönliches Empfinden an der Stelle. Die Frontkamera solide und gut, obwohl es ja auch hier kein Update wirklich gegeben hat, und den Face Unlock, den liebe ich wirklich, denn zu 95% funktioniert er und damit ist es definitiv eine Anwendung, die ich im Alltag schätzen und lieben gelernt habe. Was soll ich euch jetzt die Akkuwerte eines iPhones um die Ohren schlagen? Denn speziell beim iPhone ist es eigentlich total egal. Ich mache es trotzdem, 4441 mAh großer Akku, den haben wir hier verbaut. Nervig ist und bleibt am Ende vom Tag die Charging-Geschwindigkeit. Doch das ist gar nicht so schlimm, denn die Screen-On-Time ist hier bei diesem iPhone so hoch, dass ich knapp 9,5 Stunden erreichen kann. Ja, dann bin ich nur noch bei ein paar Prozent, aber das ist möglich und dürfte für viele von euch da draußen locker für 2 volle Tage reichen. 30 Watt ist mir aber eigentlich schon wieder okay, da ich mein Smartphone immer wieder kabellos zwischendurch auflade und es ja dann sowieso nur 15 Watt sind. Insgesamt ist das wirklich okay. Um nochmal den Spin zurückzumachen von meinem Kumpel, der das iPhone 11 Pro genutzt hat, auch ihm ist eigentlich nicht aufgefallen, ob das iPhone jetzt schneller oder langsamer lädt. Und was ich damit sagen möchte ist, die Charging-Geschwindigkeit ist für den normalen Nutzer da draußen total egal. Wichtig ist nur eine Akkulaufzeit, die über den Tag reicht, und meistens oder die meisten Leute laden ihr Smartphone sowieso am Abend auf. Bei mir passiert das Ganze ja sogar noch eher zwischendurch. Also ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Die Akkulaufzeit ist wirklich gut, aber am Ende ist sie schon wieder fast egal. Trotzdem ist das Pro Max ein absoluter Langläufer, nur das Honor Magic 6 Pro konnte hier bis jetzt eher überzeugen. Ein Video dazu findet ihr auch hier auf meinem Kanal. Doch es gibt zwei Funktionen, die das iPhone 15 ja so interessant gemacht haben, oder speziell Pro und Pro Max. Es ist einmal der Action-Button, der für mich auch nach einem halben Jahr eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Also wirklich keinen Sinn. Denn er liegt in der Positionierung einfach viel zu hoch, als dass ich ihn intuitiv direkt drücken kann. Ich muss speziell beim Pro Max nochmal umgreifen, um dran zu kommen. Und dann ist für mich immer noch die Frage, was soll ich denn jetzt wirklich da drauf legen? Und das ist für mich immer noch unbeantwortet, auch wenn es mal die Taschenlampe oder mal ChatGPT gewesen ist, so wirklich durchgesetzt hat sich das im Alltag nicht. Und dann kommt die andere Funktion, und die ist das eigentliche Highlight der kompletten 15er-Reihe, der USB-Typ-C-Anschluss. Verdanken muss Apple das Ganze ja eigentlich der EU, denn sie haben ihnen hier ein gratis Feature gegeben, und in meinem Alltag nach einem halben Jahr bin ich gottverdammt froh darüber, dass es diese Funktion bzw. diesen Anschluss endlich gibt, denn ich kann einfach alles so nutzen. Es gibt hier und da noch Apple-Produkte in meinem Haushalt, die immer noch mit dem Lightning-Anschluss geladen werden, aber Generation für Generation stellt man es endlich um. Aber es ist paradox zu sagen, dass ein USB-Typ-C-Anschluss mitunter eines der Top 3 Highlights an diesem Smartphone ist, da der Rest halt einfach in typischer Apple-Manier Stück für Stück nachgerüstet wurde. Der Preis ist mittlerweile ein bisschen gefallen. Roundabout 1.200 € zahlt er für 256 GB bei der Pro Max-Version, was immer noch extrem viel Geld ist. Aber in Anbetracht dessen, dass auch ein S24 Ultra in etwa genauso viel kostet, finde ich, kann sich das iPhone damit wirklich gut stellen. Braucht man es? Nein. Es ist ein absolutes Luxusgut und dabei bleibe ich, und wenn ich es nicht für meinen Kanal testen würde, würde ich definitiv niemandem dazu raten, das zu kaufen, geschweige denn es selbst zu nutzen, da es für mich einfach nicht diesen Preis wiedergibt für das, was die meisten von uns im Alltag wollen. Aber es sind die Modelle, die Ultramodelle, die uns am Ende doch am meisten interessieren. Und so ist das iPhone 15 Pro Max ein definitiv gelungenes, hochwertiges Smartphone, das aber so keine wirklichen Updates im Alltag für mich nach einem halben Jahr geliefert hat. Wie steht ihr zu diesem Smartphone? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und mir geht, bleibt fair, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.